Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr das zweite Easter Egg bei Ausbruch lösen könnt. Als allererstes spielt ihr wieder bis Runde 3, so wie beim ersten Easter Egg, Leute. Und wenn ihr in Runde 3 seid, dann müsst ihr erstmal so einen roten Rift finden. Und nun zeige ich euch die verschiedenen Spots der Rifts. So Leute, wenn ihr dann bei dem Rift seid, dann müsst ihr hier reinspringen und dann werdet ihr teleportiert. Danach Leute, müsst ihr euch in der Luft umschauen nach einem zweiten Rift. Der ist auch direkt zu erkennen, wie ihr hier bei mir seht, leuchtet der direkt rot auf und ihr müsst jetzt dort durchfliegen Leute. Passt aber auf, wenn ihr den verfehlen solltet und auf dem Boden landet, dann despawnt der und ihr könnt das diese Runde nicht mehr machen und müsst das in der nächsten Runde machen. Wenn ihr dann da durchgeflogen seid, dann seht ihr wieder die Teleport-Animation und ihr müsst durch noch einen Rift fliegen. Das Ganze macht ihr insgesamt dreimal, Leute. Und nach dem dritten Mal, dann seht ihr so einen roten Strahl, Leute, und den verfolgt ihr. Denn dort ist jetzt das Signalabhörgerät, was ihr braucht. Dieses Signalabhörgerät hebt ihr auf und nun müsst ihr die Hauptmission der aktuellen Runde begeben. Und danach geht ihr zur Anomalie, reagiert mit der Signalstation. Dann drückt auf Teleportieren und ihr landet auf der Karte Sanatorium. Als nächstes müsst ihr die Helikopterabsturzstelle sichern. Und zwar befindet sich hier ein Helikopter, Leute. Wenn ihr dorthin geht, dann werden eine Menge Zombies spawnen. Und wenn ihr alle Zombies hier getötet habt, die hier spawnen, dann begebt euch direkt wieder zum Helikopter und interagiert mit dem Radio. Als nächstes müsst ihr eine Ätherkugel finden und diese Ätherkugel sieht so aus und kann an mehreren verschiedenen Orten spawnen. Ich zeige euch jetzt die einzelnen Spawns, Leute. Wenn ihr eure Ätherkugel dann gefunden habt, Leute, dann schießt sie ab und die fliegt jetzt weg. Ihr folgt der Kugel und immer wieder, wenn sie stehen bleibt, schießt ihr sie ab. Und das macht ihr so lange, bis die Ätherkugel hier auf diese Brücke hinfliegt. Und zwar wird sie hier oben auf einem Rover sein. Ganz wichtig, Leute, ihr dürft die Ätherkugel jetzt nicht abschießen. Wenn ihr das macht, so wie ich, dann fliegt sie wieder weg und ihr müsst die Ätherkugel wieder so lange anschießen, bis sie hier hinkommt. Wenn die Kugel dann da oben drauf ist, Leute, müsst ihr erstmal jetzt so ein Ether-Teddy finden. Und diesen findet ihr auf einer nicht aktiven Mystery Box. Wenn ihr dann diesen Teddy habt, Leute, klickt einmal drauf, interagiert mit denen und dann seht ihr, dass dieser Teddy so in die Luft schwebt. Nun spawnen eine Menge Zombies, die ihr alle töten müsst, bis der Teddy wieder so nach unten schwebt und ihr ihn dann aufheben könnt. Wenn ihr den Teddy dann aufgehoben habt, dann begibt euch wieder zurück zum Rover und setzt den Teddy in den Rover ein. Wenn ihr das dann gemacht habt, dann droppt vor den Rover ein Radio. Dort klickt ihr einmal drauf und ihr hört so eine kleine Sequenz. Jetzt müsst ihr warten, Leute, bis der zu Ende gesprochen hat. Und wenn er dann zu Ende geredet hat, dann könnt ihr wieder mit dem Rover interagieren. Und dann startet die Mission. Und zwar müsst ihr diesen Rover jetzt eskortieren, wie auch sonst immer. Nur, ihr dürft diesen Bereich hier nicht verlassen. Wenn ihr diesen Bereich verlassen tut, dann bekommt ihr Damage. Ihr werdet zwar nicht direkt sterben, Leute, aber achtet darauf, dass ihr in diesem Bereich bleibt. So, wenn ihr dann den Rover eskortiert habt, wird er am Ende hier gegen diese Wand fahren. Und dann seht ihr auf der Karte schon so ein neues Missionszeichen, diesen Stern hier. Dort geht ihr nun hin, denn dort müsst ihr jetzt mit einem Radio interagieren. Und zwar befindet sich das ganz oben auf dem Dach. Hier diesen Bauplan könnt ihr auch aufheben, Leute.
interagiert hier links mit dem Radio und dann hört ihr so eine kleine Sequenz und ihr müsst wieder warten, bis die zu Ende geredet haben. Wenn die Sequenz dann vorbei ist, dann startet eine Exfiltration und das ist auch schon der Bossfight. Und zwar begebt ihr euch hier zum Sammelpunkt und tötet all die Zombies. Hier werden jetzt eine Menge Boss-Zombies sein und ein Order wird hier sein. Ihr könnt hier Punkteserie mitnehmen. Oder was auch ganz gut ist, dass ihr den Ätherschleier nehmt und einfach mit eurer Hauer dann gegen den Order schießt. So geht er auch ganz schnell down. Wenn ihr das dann gemacht habt, steigt in den Helikopter und das Easter Egg ist vorbei. Am Ende zeige ich euch auch noch die Cutscene, Leute. Und falls euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da, schreibt mir die Kommentare. Und falls ihr noch kein Abo bei mir hast, kannst du das an dieser Stelle gerne ändern. Ansonsten ciao und bis zum nächsten Mal. Okay, Einsatzteam. Kommt nach Hause. Scheiße, der geht runter. Leute, Fiese. Mal nach Hause. Für Sie nicht halt. Ergebt euch. Kravchenko. Dann bleibt ihr zumindest am Leben. Du alter, dreckiger Fixer. Requiem gehört jetzt mir.